So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero, Folge 14. Ja, man merkt mittlerweile, sind wir wieder aus dem Dingsterbumster raus, aus dem Instakill-Dingsterbumster raus. Wir haben wieder E6, was natürlich daran liegt, dass wir jetzt 10 Faran Hero Souls immer bekommen, klar. Vor allen Dingen halt, zum einen, wie gesagt, jetzt ist 10-fach an Hero Souls fast und dann die Transcension Power angestiegen. Ist also logisch, dass wir jetzt schon bei Level 1000 mehr Hero Souls hatten als davor bei Level 1700. Weswegen es mir auch ganz wichtig war, nochmal zu transzenden damals, also in der letzten Folge. Genau. So, jetzt tatsächlich, würde ich fast sagen, ich lasse mich hier noch ein bisschen rocken. So. Wir haben eine neue neues Relikt. So, aus längst vergessenen Tagen. Ja, hier hat sich noch nichts geändert. Ja, zwischen der Folge und der letzten Folge ist auch ein bisschen vergangen mittlerweile. Ja, Privatleben und so. Aber bloß eine Stunde oder sowas, Maximum. Also nicht allzu viel Zeit. So, das heißt, wir können jetzt quasi, sehr schön. Nochmal eine schöne Ladung Hero Souls. Können gleich Ascenden. Dann können wir unsere Dings richtig schön auf Vordermann bringen. Ja, und dann geht's dann ab. Dann geht's richtig ab. Erstmal hier, guck mal, Wakamaru, wie viel brauchte ich da? Der brauchte 2 E6, okay. Können wir uns dann auch fast leisten? Das ist dann technisch gesehen kein Problem, denke ich mal. Dann haben wir zumindest bei der ersten Runde haben wir dann bloß noch 3 von 10 Monstern. Das soll doch hoffentlich schon ein bisschen was bringen von der Geschwindigkeit her. Ansonsten versuche ich halt pro Ascension denen halt auch immer mindestens, also wenigstens immer eine Ascension so lange laufen zu lassen, dass wir uns hier pro Ascension weitere 10 Level leisten können. Das heißt jetzt in der Ascension, wie gesagt, halt mindestens 2 E6, das haben wir schon lange erreicht. Aber ja, natürlich machen wir die Ascension so lange, bis von der Geschwindigkeit her nicht mehr geht, klar. Und noch geht's ja. So. Gleich sind die Skills allerdings aufgebraucht, dann wird es garantiert auch schon wieder drastisch langsamer werden. Oh, ich sehe gerade. Ach wow. Wir haben gar nicht die ganzen Guilds drin. Ja, das ist natürlich wunderbar. Das erklärt einiges. Oh. Stimmt, wir haben gerade erst transzendiert. Oh Gott. Jetzt habe ich gerade alle Hero Souls verbraucht. Lol. Witzig ist, wir sind nicht schneller geworden, weil das genau quasi das gerade kompensiert hat. Ja. Schön. Sehr schön. War jetzt so nicht geplant, aber... Schön, dass es so geklappt hat. Fick die Henne. Gut, dann tja, schaffen wir noch 1 E7? Nee, ne? Aber bei doch, wir sind jetzt immer, also über... Hat jetzt zwar nicht so viel gebracht wie gehofft, aber wir sind auch ein bisschen schneller wieder. Der semmelt hier gerade wieder durch die Gegner durch. So, noch drei Bosse, dann haben wir 1 E7. Das ist ja super geil. Dann Transcenden. Dann Ascenden und dann haben wir auch wieder richtig schön viel Hero Souls.
Gut, die Hälfte davon werden wir dann wahrscheinlich wieder aufgeben, weil alleine 2 E6 brauchen wir für Kumawakamaru. Ich meine, okay, wir müssen den jetzt nicht auf Level 20 bringen, wir könnten ihn auch auf Level 19 bringen. Bringt fast genauso viel, kostet aber nur halb so viel, ne? Also würde vielleicht sogar Sinn machen, da erstmal nur 9 Level zu kaufen statt 10 Level. Geht er hier ganz schön ab, ey. Halleluja. So, genau, die anderen hier, die überspringen wir alle. Wie gesagt, die bringen halt von der Kampfkraft her nicht viel. Also genau gar nichts. Also nicht mehr als Frostleaf. Von daher ist Frostleaf definitiv die beste Wahl gerade. Bin ja mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, um wieder auf Webwavut, also auf den Typen hier zu kommen. Derzeit sind wir gerade irgendwie bei ihr, oder? Oh, fast. Aber eben in der vorherigen, also vor der Transcension waren wir schon hier bei der. Jetzt sind wir gerade bei der. Naja. Läuft doch. Oh, wir sind bei Level 1001. Holy shit. Das geht ja ab hier. Haben wir eigentlich schon den, der uns die Vergildung? Ja, Vergildungsverstärkung haben wir bereits. Sehr schön. Das heißt, die Guilds bringen uns auch mittlerweile ordentlich was. Die werde ich dann wahrscheinlich, also unsere Klick, also unsere, ja, die drei Klick. Damage-Verstärker, die werde ich dann auch gleich auf Level 100 ziehen, mindestens. Level 1000 wahrscheinlich zu teuer wären. Obwohl, 5 E5 könnte man sogar machen. Ich glaube, dann ziehe ich die doch tatsächlich gleich auf Level 5, auf Level 1000. Das wären 1,5 E6 gerade mal. Also realistisch auf jeden Fall. Dann machen wir das auch. Oh, ein Fisch. Und ein Ruby haben wir bekommen. Sehr schön. Haben mittlerweile wieder 114 Rubies. Ich weiß gar nicht, mittlerweile dürften wir nahezu alle Rubies, die wir hier bekommen, also die wir damals gekauft hatten, wieder raus haben. Ich weiß gerade gar nicht. Wait a second. So, 100, 150, 200, 250, 300. Dann haben wir zweimal eine Quick Ascension gemacht. Und dann haben wir nochmal den 5, den DPS-Verdoppler gekauft. Ja, also tatsächlich, wir haben bereits 150, 1150 Rubine von 1300 ausgegeben. Bisher. Nice. Dafür haben wir jetzt aber auch mittlerweile ordentlich hier, ordentlich. Oh, weiter sind noch offen. Ne, ordentlich Klickschaden hier. Dank den Autoklickern. So, mittlerweile wird es mir fast ein bisschen zu langsam. Leider ist auch kein Primal Boss. Ich glaube, wir transzenden. Wir ascenden einfach mal. Irgendwie möchte mein Unterbewusstsein, dass wir hier auf 1, auf 1 E7 kommen. Aber ich weiß jetzt schon, dass garantiert der nächste Boss auch kein Primal Boss sein wird. Einfach weil ich mein Schicksal ficken will. Was ja verständlich ist, ich bin ultra attraktiv. Bitte was? Na, da, komm, leg mich am Arsch hier. Das macht er mit Absicht. So, 980 Level. Oh, ist gar nicht. So, 980 Level.
Dann 980 Level und nochmal 980 Level. Unten unsere Goldies, die machen wir jeweils auf Level 500, das sollte ausreichen. Also 480. 480. Ja, komm dich auch. 480, easy. So, jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Genau, die wollten wir nur auf Level 19 bringen. Naja, ah, schon teuer. So, und natürlich Atman auch. Der Typ ist auch wichtig. Den bringen wir auch auf Level 19. Die anderen bringen wir nur auf Level 15. Also der hier kommt auf Level 15. Der kommt auf Level... Achso. Quatsch. Hä? Haben wir noch keine anderen ganz teuren? Komovagamaru. Oh, ne. Wir haben nur die drei. Okay. Weil der ist ja wirklich viel preiswerter. Der hätte wir schon viel, viel weiter leveln können. Oha. Level ich den noch weiter? Ah, das wird halt scheiße teuer. Ich lasse ihn erstmal bei Level 200. Sollte erstmal reichen. So, was jetzt noch wichtig... Ach ja, siehst du, das Ding können wir auch. Bitte nicht anklicken. Ich weiß nicht, ich spreche mal vorher. Kommt davor noch eine Sicherheitsabfrage? Oder würde er es einfach so direkt machen? Ja, er macht es einfach direkt. Ohne Sicherheitsabfrage klappt uns hier alles rein. Na, super. Gut. Eigentlich wusste ich das, oder habe ich mir schon gedacht und vorher gesichert. Weil das ist halt typisch Game. So, dann können wir gleich mal hier ein bisschen aktiv werden. So. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich wollte nämlich gerne noch den Typ kaufen, der... Ich weiß jetzt schon, dass mich das umbringen wird irgendwann. Oh mein Gott, warum gibt es diese Schaltfläche? Ich hasse diese Schaltfläche. Wer erfindet so einen Dreck eigentlich? So. Da. Und zwar würde ich gerne den kaufen, der das Golden Click verlängert. Clickstorm. Boss Life. Nein. Cooldown. Lucky Strike. Bossfighter. Ja, den könnten wir mittlerweile eigentlich auch mal mit ins Boot holen. Gerade wenn wir jetzt Golden Click verwenden wollen. Ja, perfekt, ist er doch. Sehr schön. So, dann machen wir die beide auf Level 15. Das heißt, einmal hier 14 Level dazu. Und bei dem anderen 14 Level dazu. So. Naja, gut. Ein Viertel an Cooldown-Time ist jetzt weg. So, und hier haben wir jetzt mittlerweile für Golden Clicks eine Minute. Naja, bringt noch nicht so viel. Aber wenn er später ein bisschen mehr hochgelevelt ist, bringt es dann auch mehr. So hoffe ich doch. Ach, ich lasse mal hier 100. So. Dab, 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 dab. Yuchen. Die Guilds hole ich mir auch nochmal. Die können wir direkt den hier gut schreiben. So. Dann haben wir ordentlich Power. Vor allem, weil wir jetzt die wichtigen alle auf Level 1000 haben. Also, das sollte jetzt richtig ordentlich pfeffern. Das ist jetzt definitiv ein kräftigeres Team als davor. So, 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 so.
So, 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 so. Sehr schön. Hier noch mal. Da noch mal und da noch mal. So, 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 so. Und immer gucken, ob irgendwo noch schwarze Flächen sind. Ob jemand noch nicht alle Dingsabums hat, so wie er zum Beispiel. Ach ja. Ah, jetzt wird man hier schon, jetzt wird es langsamer, weil jetzt der Unterschied immer, ja, nicht mehr 10, also Faktor 10, sondern Faktor 100 ist. Das merkt man natürlich sofort. Da geht es nur noch halb so schnell von Held zu Held. So. Wie viel Zeit brauchen wir eigentlich bis zum nächsten? Ah, wieder 3 Stunden, genauso wie gestern. Das hier wird leider noch nichts. Na, hier haben wir jetzt alle Ancient Souls aufgebraucht. Also wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt, muss man schon sagen. Jetzt geht es quasi einfach nur noch darum, möglichst viele Ascensions zu klatschen, damit wir möglichst viele Hero Souls bekommen. Das dreckigste Geschäft haben wir quasi bereits geschafft. So, nochmal gucken. Hier. Okidoki, alles weg, alles fertig. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt mal einen Autoklicker weg und setzen den darauf. So, Golden Klicks. Aha, 151 Gold. Das heißt, wenn wir jetzt schon anklicken, boom, dann rabbelt sie gleich richtig. Vor allem halt für 1 Minute, ne? Das heißt, mit jedem Klick verdiene ich einmal so viel, wie das Monster an sich auch schon hat. Hä? Also pro Klick bekomme ich mehr Gold, als ich durch das Monster an sich bekomme. Das ist heftig. Ach, schau mal an, das Gold für die Bosse, das bleibt fix auf 0,1%. Okay, das heißt also, bei Bossen hat das absolut keinen Effekt, dieses Upgrade. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ist es bei der mobilen Version auch so? Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ach, ich hab Bock jetzt zu gucken. Müsste ich erst wieder Clicker Hero starten. So, und schon dauert es noch 3 Stunden, das Ding aufzufüllen. Also, neu auszuführen. Sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. Ich frag mich immer noch. Leider ist das hier mit diesen hier diesen Verdoppler nicht klar ersichtlich, was er immer verdoppelt. Also hier zum Beispiel, ne, bei dem verdoppelt er jetzt die Zeit oder die Effektivität. Oder genauso wie hier verdoppelt er die Zeit oder die Prozent. Also dass er halt 100% statt 50% dazu gibt. Ne? Ich kann mal ganz kurz gucken. Ob es dafür einen Eintrag gibt. Engine. Oh Gott, wie wird denn da geschrieben? So. Was? Machen wir es einfach so. So, double the effect of the next skill you used. Mehr nicht? Mehr nicht? Das war's. Keine weitere Beschreibung? Ist ja genauso aussagekräftig wie wie die Beschreibung selber. Aber wie gesagt, eigentlich laut Definition, ich meine, hier steht ja double the effect. Müsste es ja bedeuten, dass wir jetzt hier, wenn ich jetzt das Ding hier mit kombinieren würde, dann halt nicht 151%, sondern halt 302% Monster Gold bekommen würde. Die Frage ist halt, ist das wirklich so? Also wäre das wirklich so? Letztendlich ist es egal, weil zwischen 150 und 300% ist halt nur das Doppelte, macht jetzt nicht so den weltgrößten Unterschied.
Aber es wäre trotzdem interessant, gerade hier in mit dem hier. Wäre schon interessant. Dürfte aber eigentlich so der Fall sein, also. Ich bin bisher einfach immer davon ausgegangen und ich gehe auch jetzt immer noch davon aus, dass es so ist. Und ja. Denke auch mal, dass ich da richtig denke. So. Okay, wir haben tatsächlich immer noch 5E6 an Hivosholz übrig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Lohnt es sich hier noch irgendwas zu verschwenden an Hivosholz? Macht hier noch irgendwas Sinn? Wir haben jetzt das Vierfache an Treasure Chests. Das heißt, wir haben derzeit 3%. Kann das sein, dass er hier einfach strikt immer abrundet? Dass wir in Wirklichkeit jetzt fast 4% haben, also 3,999. Und er hier aber einfach die 9 wegcuttet, statt aufzurunden. Kann das sein? Weil dann würde es nämlich Sinn machen. Dann wäre nämlich die Standardwahrscheinlichkeit 1. Und jetzt hätten wir halt eine Wahrscheinlichkeit von 3,9258. Also eigentlich 4. Ich will jetzt aber kein noch weiteres Level kaufen, um das auszutesten. Ach, ist doch egal. So. Und ist eigentlich alles so, wie es ist, in Ordnung. Das Einzige, was halt überlegenswert wäre, wäre hier und bei unserem Juggernaut, ob wir da noch mal ein paar Level hinzuspendieren. Ich meine, wenn wir dem jetzt noch mal 200 Level dazugeben, dann hat er den doppelten Effekt. Wir würden hier aber gerade mal 1,6 verlieren. Okay, also ein bisschen mehr als 1,6, aber halt so ungefähr, ne? Das heißt, das wäre gar nicht mal so dumm. Ich lasse ihn einfach mal bei 300. 300 ist eine gute Zahl, wunderschön. Das heißt auch ein Film, also kann nur gut sein. Ja, den lassen wir einfach mal so. 300. Ist eine schöne Zahl. Ist eine schöne Zahl. So. Ansonsten, die Guilds hat er bereits alle. Die Guilds sind auch sehr effektiv. Alter. Plus 2,5% Damage. Das heißt, ja, 200.000%. Also, ja, quasi den 2000-fachen Schaden durch die Vergoldungen. Ist nicht schlecht, kann man so machen. Gut, ansonsten mehr gibt es hier auch soweit nicht. Dann würde ich fast sagen, ich lasse den mit dem Hintergrund noch ein bisschen dudeln, solange bis er hier mit dem Insta-Kill raus ist. Ansonsten werde ich hier aber auch nichts mehr machen. Ich lasse einfach den Autoklicker hier drauf, lasse die Autoklicker hier drauf, lasse den machen, was er möchte. Werde das Ding einfach minimieren und wenn ich irgendwann ins Bett gehe, schließe ich einfach den Browser. Das heißt, unsere Combo wird morgen nicht mehr da sein, aber halt unser Level, was wir halt erreicht haben. Ich glaube mal, so ist ganz in Ordnung. Weil, wie gesagt, ich will den Browser nicht mehr die ganze Nacht über immer anhaben oder auch den ganzen Tag über anhaben. Das mag ich einfach nicht. Deswegen, ich werde es jetzt wahrscheinlich immer so machen, wenn ich eine Aufnahme mache und dabei eine Ascension starte oder allgemein nach einer Aufnahme in der Insta-Kill-Phase bin. Da lasse ich den Browser im Hintergrund noch ein bisschen aktiv, solange guck ab und zu mal rein. Und wenn ich dann merke, okay, er ist irgendwann aus der Insta-Kill-Phase raus, dann kann ich den Browser dann einfach schließen und dann easy. Eine Biene. Eine Biene. Die bringt uns zwar absolut nichts, aber ich liebe es, Bienen zu zerschlagen. Stirb. 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 Perfekt. Ja, Metalldetektor. Das ist so nicht so ziemlich Unnötigste. Es ist sowieso alles unnötig hier. Ich meine, gut, das hier ist nochmal geil. Weil das macht durchaus schon Unterschied. Naja, wobei, ich meine, wir haben jetzt einen kritischen Trefferwahrscheinlichkeit von 99%. Also ist das eine Versechsfachung quasi. Von 9 auf 5, von 9 auf 59. Das ist schon nicht schlecht. Aber eben, als andere ist halt das verdoppelt. Gut, das verdreifacht immerhin unsere Angriffsstärke. Die Sache ist halt, durch die ganzen Agents, diese ganzen Antiken, die wir hier kaufen können,
können wir halt jeweils immer nur die Zeit erhöhen. Die Effekte an sich kann man nicht erhöhen. Das Einzige, wo man halt wirklich den Effekt erhöhen kann, ist hier mit Golden Klicks. Ansonsten alle anderen kann man einfach nur so nutzen, wie sie sind, nur halt über eine längere Zeit. Und deswegen ist halt wirklich das, was ich persönlich halt am liebsten nutze, wie gesagt, Golden Klicks. Und ich hatte es halt immer so gehabt, ich hatte einen Klicker hier drauf, einen Klicker hatte ich hier drauf, bopp, die restlichen drei dann halt im Spielfeld und habe so halt den Browser die ganze Zeit offen gelassen. Ich meine, bringt jetzt noch nicht so viel, weil wir haben gerade mal eine Minute, aber immer noch ein Cooldown von einer Dreiviertelstunde. Das heißt, noch bringt das hier mit dem Autoklicker nicht wirklich was. Außerdem haben wir halt auch bisher nur 150%, also ist jetzt auch nicht so viel. Ja, wobei, doch, das ist schon ordentlich, ist schon ordentlich. Das kann man schon machen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, halt nur eine Minute. Aber naja, eines Tages, nach ein paar Ascension, vielleicht auch noch nach ein paar Transcension, werde ich es schaffen, das Ding hier so weit zu leveln, dass seine Wirkzeit mindestens so lang ist wie seine Cooldown-Zeit. Und dann lohnt es sich doch mit dem Autoklicker. Und dann wird's geil. Dann wird's richtig arschtitten geil. Aber erst dann. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Dann sehen wir uns dann ja morgen wieder. Ich werde jetzt versuchen, ich sag mal so, ich glaube mal pro Tag 6 Folgen reichen denn auch aus. Wenn überhaupt. Vielleicht pendeln wir uns auch wieder ein mit pro Tag 3 Folgen, also die ich aufnehme. Wie gesagt, für euch kommen die alle gebündelt immer am Sonntag. Aber halt mein Aufnahmerhythmus werde ich wieder einpendeln auf 3 Folgen pro Tag wahrscheinlich. Mal gucken. Wie gesagt, ich mache es einfach so, wie es kommt, wie ich Bock drauf habe, wie es sinnvoll erscheint. Vor allen Dingen aber, wie ich Lust drauf habe. Bis dahin. Tschüss.